Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 11 Punkte. Erstens. Sie haben ja gerade wieder mal bewiesen, was heute das BfV bestätigt hat. Kein 11-Punkte-Plan, aber ein 10-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus hat Nancy Faeser Weiland vorgelegt. Heute hat der Verfassungsschutz ihre Nachwuchsorganisation als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Das zeigt, wes Geisteskind Sie sind. Zweitens. Ihr Antrag ist doch unaufrichtig. Sie wollen doch gar nicht zu Grenzen und hohe Mauern und massenhafte Abschiebungen. Denn Sie ergötzen sich doch geradezu an steigenden Migrationszahlen. Und selbst wenn wir hohe Zäune hätten und massive Grenzen, dann würden Sie noch höhere Zäune und noch höhere Grenzen fordern. Was Sie tun, ist zutiefst unaufrichtig. Drittens. Wir hören leider auch jenseits der AfD regelmäßig auch im Innenausschuss das Wort Ankerperson. Ich finde diesen Ausdruck, diese maritime Metapher, denkbar geschmacklos angesichts dessen, dass jede Woche, jeden Monat Menschen ersaufen im Mittelmeer und auch in Grenzflüssen zwischen Mexiko und den USA. Das dehumanisiert erfolgreich, aber es handelt sich um Menschen. Ankerperson soll heißen, Personen, die Familiennachzug haben. Was hat aber dieser Ausdruck zu tun mit Nächstenliebe und zu tun damit, dass wir irgendwo doch auch noch Menschlichkeit praktizieren sollten? Nächster Punkt, viertens. Es ist völlig legitim, auch pragmatisch und zulässig, wenn wir von irregulärer Migration sprechen und ihrer Reduktion. Wir neigen aber zunehmend dazu, praktisch schluckaufartig, möglichst in jedem Satz fünfmal irreguläre Migration zu sagen, manchmal auch noch in der Variante illegale Migration. Das hilft uns, uns zu distanzieren. Das ändert aber nichts an den realen menschlichen Dramen und Tragödien. Und es löst nicht die Aufgabe, vor der wir stehen. Fünftens. Wir haben ja hier zu lesen, dass Sie von kritischen Massenmigrationslagen sprechen. Was ist denn mit den extrem kritischen Klimakatastrophenlagen? Dazu Ihrerseits komplettes Schweigen. Aber diese Klimakatastrophe wird dafür sorgen, dass immer mehr Menschen sich auf die Flucht begeben. Schweigen dazu von Ihnen. Und dann kommen wir sechstens zu Fluchtursachen. Ein ganz interessantes Thema. Klar, dass Sie davon nicht sprechen. Denn viele aus Ihrer Fraktion haben ja auch nach dem Angriffskrieg der Russlands, der Russischen Föderation, Putins und anderer auf die Ukraine noch schön apologetisch sich zugunsten dieser Terrorregierung ausgesprochen. Und nicht nur das, Sie fraternisieren ja regelmäßig seit vielen Jahren mit dem Verbrechensregime von Assad. Sie paktieren mit Fluchtursachen, deshalb Ihrerseits ein großes Schweigen. Immer nur Pull-Faktoren, Pull-Faktoren, Pull-Faktoren. Aber was ist mit Push-Faktoren? Nichts vernimmt man von Ihnen. Und kommen wir zum siebten Punkt des 11-Punkte-Plans unsererseits. Sie haben ja Ihr großes Herz plötzlich entdeckt für die Kommunen. Wie wäre es aber, wenn diejenigen, die bei dem Thema Migration und Flucht plötzlich so besorgt sind um Kommunen, sich auch im Alltag so besorgt zeigen würden? Was ist mit der Senkung, ja der Aufhebung der Altschulden, die für eine Kommune wie meine Wuppertal elementar wäre? Was wäre für eine Senkung der Grundlast für die Kommunen? Das würde ich mir mal wünschen, dass wir diese Debatten auch führen würden. Die hören wir aber nicht. Andererseits erleben wir aber, und das muss hier auch mal benannt werden, dass einige Kommunen wie meine sich monatelang auf das Chancenaufenthaltsrecht vorbereitet haben, dass wir aber andererseits eine Spreizung haben bei manchen Kommunen und Großstädten von 1.000 und bei anderen von 0 zu sagen. Das, sage ich deutlich, ist auch nicht in Ordnung. So können und dürfen Kommunen nicht agieren. Achtens. Tagtäglich kümmern sich Kirchengemeinden, die evangelische, die katholische Kirche, aber auch jüdische Gemeinden, muslimische Gemeinden um Menschen. Sie erleben nicht den ideologischen Wahn, den sie predigen, sie erleben die Praxis in all ihrer Härte und Nüchternheit. Ich wünschte mir auch, und das ist mein Appell, dass diese Kirchen in der Deutlichkeit, wie sie sich zu Seenotrettung geäußert haben, jetzt in der Situation, wo wieder Stimmungsmache und Populismus um sich greift, auch wieder die Stimme erheben. Es wäre nötig für mehr Realität und mehr Mensch in dieser Diskussion. Dringend notwendig. Und dann kommen wir nach diesem Punkt zu neuntens. Flüchtlinge sind, auch wenn Ihnen das nicht gefällt, handelnde Wesen.
Akteure, Menschen, die Motive haben. Wenn wir aber diese Debatten so weiterführen, erscheint es so, als wären flüchtende Reizreaktionsamöben, die nicht denken, die nicht fühlen, die höchstens vielleicht wirtschaftliche Motive haben. Das ist aber eine Karikatur und sie hat nichts mit der Realität zu tun. Und da kommen wir zehntens dazu. Afghanistan. Fast alle hier in diesem Hause haben vor nicht so langer Zeit beschworen, wir sind in der Schuld der Menschen, die dort in großer Not sind. Wir müssen sie aufnehmen. Es braucht ein Aufnahmeprogramm und Schutz. Plötzlich haben viele Amnesie, haben es vergessen, sagen niemals ein Aufnahmeprogramm und das Einzige, was ihnen einfällt, wie können wir schnell wieder nach Afghanistan abschieben. Ich sage allen deutlich, diejenigen, die das beschworen haben und sich jetzt distanzieren von Aufnahmeprogramm und Unterstützung an Afghanistan, die üben Verrat an denen, denen wir Antwort geben wollten und denen wir Zusagen gemacht haben. Und dann komme ich zu elftens und dem letzten Punkt. Abschreckung, Angst, Abschiebung, Gewalt, die funktionieren. Pushbacks, wenn man sie nur hart genug macht und durchzieht, funktioniert das. Aber ich frage, wollen wir das? Wollen wir das ernsthaft? Und das ist nicht primär eine moralische, das ist eine politische Frage. Wollen wir, dass wir, wenn wir mal zurückkommen, zurückschauen auf die EU und auf Deutschland, dass wir dann sagen müssen, wir haben Migration gesteuert mit Abschreckung, Angst und Gewalt? Oder wollen wir das andere, dass wir sagen können, wir haben uns um Migration gekümmert, aber mit Rechtsstaatlichkeit, ohne Gewalt und mit humaner Kontrolle? Meine Antwort und unsere Antwort ist die letztere. Vielen Dank. Ich komme zurück zu Tagesordnungspunkt 3 und mache Sie darauf aufmerksam, dass die Zeit für die namentliche Abstimmung gleich vorbei ist, nämlich exakt um 19.30 Uhr. Es ist also höchste Zeit, sich auf den Weg zu machen, wenn Sie an dieser Abstimmung teilnehmen wollen. Wir fahren fort in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Detlef Seif für die CDU-CSU-Fraktion.